Willkommen zurück zu Rise of the Ronin. Moin, hier ist Dangelus. Willkommen zurück zum Let's Play hier. Es geht weiter. Heute mit der Hauptgeschichte treffen wir Katsu, der das Shogunat neu erfinden möchte. Beim ersten Treffen fand ich ihn ziemlich cool. War ein nicer Kampf gegen ihn. Coole Animationen, die man noch gesehen hat und Choreografien. Mal gucken, was er uns so zu erzählen hat. So, neues Outfit habe ich angezogen heute und habe deswegen auch nochmal das Naginata wieder weggepackt und habe jetzt das normale Katana mitgenommen. Denn Katana, jetzt habe ich durch die letzte Mission jetzt den ersten Kampfstil, den ich gemeistert habe. Hier. Meister, da ist das letzte Ding freigeschaltet worden. Rangmeister. Da fehlt aber, glaube ich, noch ein Skill, aber sonst ist es das Meister. Meisterhaft. Neuer Schlag dazu. Also werde ich damit mal ein bisschen kämpfen heute. In der heutigen Episode auf jeden Fall. Hier Expertenhaltung, hier Meisterhaltung und hier auch Experte. Also was die Haltungen angeht, bin ich da schon ziemlich weit fortgeschritten, weil man das von vielen Charakteren im Spiel halt lernt, gerade was diese Waffe angeht, auch wenn ich sie selber noch nicht so häufig gespielt habe. Und damit geht's heute weiter, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Sollte euch die Folge heute vielleicht gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben dafür das Video. Dankeschön. Also ich habe jetzt gerade diese Haltung angepackt. Mit dem ersten Schlag hier von oben. Nice. Oh. Das ist auch eine geile Kombo. Aber jetzt habe ich dich. Dann hat sie das Schwert dann weggepackt? Ne, ich habe die Haltung gewechselt. Aus Versehen. Das ist die andere Haltung, aber die ist auch cool. Wie weit die damit läuft. Mit dem Angriff. Ich glaube, das ist ein Geschoss, ne? Ja. Auch nice. Die Haltung auch am Start. Nice. Mhm. Sieht doch cool aus. Das ist bestimmt stark. Okay, machen wir uns auf den Weg. Die anderen warten schon. Von hier aus, das müsste ein Berg sein. Da könnte ich von da aus vielleicht da runterfliegen. Es gibt so viele gute Waffen in dem Spiel. Möchtest du am liebsten alles spielen, aber kannst es nicht. Ich freue mich auf den Palast bei der Burg. Burg Edo, da war ich echt noch nicht in dem Bereich unterwegs. Aber auch da wird uns die Geschichte noch hinführen. Bin ich ziemlich sicher. Sehr schöne Aussicht. Ich muss weiter nach da. Ist er in dem Anwesen da oben? Das da auf dem Hügel, wo die Treppe hinführt? Das sieht jetzt ziemlich reich aus. Na gut, Shogunat, ne? Nee, ist gar nicht hier. Ist daneben. Trotzdem ein schönes Anwesen. Wahrzeichenbesuch Anwesen von Kaishu Katsu. Sein persönliches Anwesen auch noch. Der ist neu. Ein Händler aber, ne? Was kann ich für dich tun? Gar nichts. Ich hoffe, wir können dir zu Diensten sein. Gibt es da noch andere Leute, die mit ihnen zusammen hier wohnen? Ich glaube, habe ich das Ding hier noch nicht, ne? Hier ist eine Katze. Die habe ich noch nicht. Ja, hier ist ein neues Gebiet. Die könnte auch... Ich glaube, die ist drinnen. Oder ist sie auf dem Dach? Auf dem Dach ist auf jeden Fall eine Kiste. Ja, ich schaff den Sprung hier nicht aufs Dach.
Haken? Nee, ne? Auf jeden Fall bei den Beamten neue Stärkerollen kaufen. Warum kommt man hier nirgendwo aufs Dach? Da liegen noch voll viele Sachen drauf. Hast du Flüchtige gefasst? Ja, der Flüchtigen-Typ ist das wieder. Einige habe ich gefasst, ja. Deswegen kaufe ich mir jetzt auch hier deine Stärke-Dinger. Interessiert dich sonst noch etwas? Ja, eine Stärkerolle. Okay. Das ist für das Gebäude. Hier ist noch eine Stärkerrolle. Interessiert dich sonst noch etwas? Warum muss das alles so teuer sein? Medizinkästchen brauche ich nicht. Shinobi-Kapuze habe ich schon eine. Traktat der Erleuchtung. Die ist nicht so wichtig. Ja, interessiert dich sonst noch etwas? Ah, Mist, mehr kann ich nicht. Hier, Traktat für Stärke brauche ich doch wieder 60 besiegte Flüchtige. Habe ich noch nicht 60? Sonst hier kein neues, cooles Outfit. Bis auf die Maske natürlich. Was ist denn das für eine Maske? Ist das eine Perücke? Kapuze des roten Jacks. Kleidung des Shogunat-Offiziers. Weil das so schwarze Klamotten sind, hätte ich da Bock drauf. Aber da muss ich noch weitere Leute ausschalten. Auch die Stärkerollen hier unten alle. Oh, hier unten sind nur Stärkerollen. Brauche ich. Viel Glück da draußen. Ja, Katze. Ich komm ja. Wie viele Bücher der hat. Versucht sich aber auch ganz gut zu belesen, was auch die westliche Welt angeht, ne? Er studiert auch die Karten davon. Weltkarten alles am Start. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gute Ideen, wie man das verbessern kann. Hey! Hey! Ryoma ist nicht da. Ihr habt es also geschafft. Yep. Ich will eines klarstellen. Ich habe kein Interesse daran, gegen euch zu kämpfen. Okay. Keine Sorge. Wir haben beschlossen, dir zu trauen. Wenn das so ist, dann lasst uns beginnen. Also, wenn wir das Shogunat wiederbeleben wollen, werden wir sowohl das Wissen des Westens als auch die Stärken Japans brauchen. Aber wir brauchen Rekruten. Sowohl beim Militär, in der Medizin, als auch in den Kampfkünsten. Und da kommt ihr ins Spiel. Klingt interessant. Okay, du sprachst von Medizin. Können wir da nicht mit Fukusawa reden? Der aus Amerika wieder zurückgegangen ist? Der wollte doch unbedingt Medizin studieren auch und so. Während wir uns gegen den Westen rüsten, dürfen wir natürlich nicht das Volk vergessen. Ansonsten spielen wir dem Feind nur in die Hände. Vor allem die Cholera erfordert unsere Aufmerksamkeit. In Kanda arbeitet ein Experte für westliche Medizin gerade an einem Heilmittel. Und genau darauf soll er sich konzentrieren. Würdet ihr mit ihm reden und ihn fragen, ob ihr helfen könnt? Das mache ich, ja. Okay, Kampfkünste kannst du uns überlassen. Das weiß ich zu schätzen. Aber ihr beide werdet nicht ausreichen. Wir werden ein Heer an Schwertkämpfern für einen bevorstehenden Einsatz brauchen. Ryoma, du bist im Hokushin Itoryu geschult, ja? Dann kennst du bestimmt Hachiro Kiyokawa. Ja, wir waren schon oft zusammen im Dojo. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich will, dass du ihn darum bittest, dem Shogunat zu helfen. Er ist wohl gerade im Chiba-Dojo. Ich habe das Gefühl, dir wird er noch am ehesten zuhören. Okay, wenn wir Leute brauchen, sollten wir vielleicht wirklich das Militär weiter ausbauen. Ich merke, du bist gar nicht so dumm. Tatsächlich haben wir einen französischen Offizier eingeladen, der gerade unsere Truppen nach westlicher Art drillt. Momentan befasst sich Admiral Enomoto damit, aber es läuft wohl nicht alles nach Plan. Geh zum Hansomon-Tor und helf ihm aus. Französischer Dings? Ist das Brunet? Der Kämpfer? Den haben wir auch im Yokohama zuletzt gesehen. Hilfst du mir vielleicht auch, meine Schwester zu finden? Natürlich.
Ich habe nicht erwartet, dass deine Dienste umsonst sind. Nach wem suchst du denn? Rutherford Alcocks Leibwache. Ein Samurai mit einer Dämonenklaue. Verstehe. Das wird dauern. Aber ich werde bestimmt etwas herausfinden können. Während ihr euren Auftrag erfüllt, finde ich bestimmt etwas heraus. Wie sagt man im Westen? Quid pro quo. Ich verlasse mich darauf, dass ihr uns Verstärkung bringt. Okay, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Also gut. Und bitte, enttäuscht mich nicht. Ich befürchte, ich muss mich nun anderen Belangen zuwenden. Kommt wieder zu mir, wenn ihr meine Bitten erfüllt habt. Würdest du für mich das Militärische übernehmen? Solche Sachen sind nicht gerade meine Stärke. Danke. Keine Angst, ich lade nicht alles auf dich ab. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Okay. Kümmert er sich eben um andere Sachen. Dann passt ja, dass ich diese Klamotten angezogen habe. Ronin-Missionen. Es gibt Ronin-Missionen. Ah, Bindungsmission hier neu. Jemand braucht Unterstützung. War das schon wieder die Katzendame? Oh, es ist wieder viel Neues aufgetaucht. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Einmal hier, die Prinzessin. Ideale und Wirklichkeit. Ah, das sage ich doch, wegen ihrem Stand am Hofe. Deswegen die Idealen verfolgen und dann, wie die Wirklichkeit dann aussieht. Und hier ist der neue, nee, Ryoma. Ein geteiltes Haus von Ryoma, Stufe 21. Hier ist noch eine neue Mission aufgetaucht. Ein mächtiger Soldat. Ja, wir brauchen ja auch Soldaten. Reise ins Zauberland. Mhm, okay. Es tut weh, gut zu sein. Okay. Ärzteschule. Da oben nichts mehr. Ah, ich finde es gut, wenn wieder neue Missionen auftauchen und du wieder so Ziele vor Augen hast. Natürlich muss ich auch die Gebiete noch aufdecken. Okay, da ich aber genau hier stehe, das ist hier noch neu. Mumie? Tagebuch Mumie? Jene, die führen, begib dich zum Chiba-Dojo. Das ist die Hauptquest dann. Mhm. Sehr nice. Aber da ich hier unten bin, bei dem, mache ich das mir mit Ryoma, weil ich gerade hier stehe und er auch da ist. Kann ich hier unserem Alten noch ein Geschenk machen? Ach, du bist's. Fukusawa ist auch da. Du wolltest mit mir reden? Ich wollte dich etwas fragen. Na gut, immer raus damit. Warst du je seekrank? Wer hat dir das denn erzählt? Dir bleibt aber auch nichts verborgen. Ich liebe es zwar, Schiffe vorbeifahren zu sehen, doch an Bord zu sein, wenn sie schaukeln, ist überhaupt nicht meins. Als meins wir auf nicht. Dem Schiff gekämpft haben, war mir derart übel, dass ich dachte, ich würde noch an Ort und Stelle den Geist aufgeben. Aber man hat es mir nicht angesehen, was? Ich bin ein echter Edebursche. Wir ertragen, egal welches Leid, mit einem Lächeln. Okay. Vielleicht habe ich da auch ein Geschenk für dich. Je nachdem, was du haben möchtest. Ah ja, hier. Süßigkeiten. Wie aufmerksam von dir. Wie du meinst. Mhm. War das alles? Erstmal. Bis bald. So, da haben wir ihn noch hier. Bin ganz Ohr. Fukusawa. Kein neues Gespräch, aber Geschenk. Keine Wissensbücher mehr, doch hier oben. Frankenstein von Mary Shelley. Wie wunderbar. Na dann. Auch kein neuer. Wir sehen uns. Neuen Rang erreicht. Mache ich jetzt die Rio-Aufgabe? Ja. Hey! Hey! Du kommst wie gerufen. Katsu lädt uns zum Essen ein. Er will sich okay. für unsere harte Arbeit bedanken.
Um ehrlich zu sein, habe ich einige Fragen an ihn. Was ist? Kommst du auch? Für unsere harte Arbeit. Ich habe noch nicht mal angefangen, seine Arbeit zu machen. Hast du noch Zeit? Sicher, wir gehen. Großartig. Dann lass uns gehen. Ah, da seid ihr ja. Und wohin lädst du uns ein, Katsu? Ich bin schon ganz gespannt. Ehrlich gesagt war die Einladung nur ein Vorwand. Ich habe noch eine Bitte an euch. Okay. Können wir beim Essen darüber reden? Das ist eine Bindungsmission für Ryoma und dann treffen wir ihn noch dabei, okay? Sicher, reden wir. Danke, ich werde mich entsprechend revanchieren. Das Wetter ist schlecht. Wie wär's mit meinem Stammlokal? Ich war länger nicht dort, so beschäftigt wie wir waren. Okay. Die Flotte des Shogunats nimmt endlich Form an. Sogar die Mannschaft sieht langsam vernünftig aus. Der schwerste Teil kommt aber noch. Darum zähle ich in nächster Zeit auf euch. Mhm. Und doch gibt es viele, die sagen, man könne dem Shogunat nicht trauen. Deshalb auch diese göttlichen Strafen. Schon davon gehört? Göttliche Strafen? Nee. Ein paar Dummköpfe bestrafen auf eigene Faust jene, die mit Fremden verkehren. Mhm. Sie sollten mal lieber die schwarzen Schiffe versenken, mit denen alles anfing. Hey, der Weißhaarige aus Tosa. Oh, Ryoma, wenn wir uns... Was macht ihr denn alle hier? Wieso? Ich wusste nicht, dass du heute im Dienst bist. Und er sieht uns jetzt mit Blick dem. Nachzuurteilen weißt du es noch nicht. Auf Ryomas Empfehlung hin habe ich Iso als Leibwache angeheuert. Ach was. Apropos, wo hast du denn gesteckt? Na, da du schon hier bist, kannst du uns ja zum Essen begleiten. Aber war er nicht so hart auch und gegen? Und was sagst du, Iso? Katsu ist ein Visionär, oder? Bestimmt hast du schon einiges von ihm gelernt. Ah, in der Tat. Er ist ein großer Mann. Weißt du, er stammt nicht aus reichem oder adligem Haus. Doch du müsstest lange suchen, um jemand mit einem so scharfen Verstand und so gutem Urteilsvermögen zu finden. Mhm. Aber er war doch komplett gegen das Shogunat, oder? Der hat doch die anderen Leute auch so kaltblütig getötet. Oh oh. Und doch begegnet er allen Leuten auf Augenhöhe. Okay. Sogar niedere Menschen wie mich behandelt er wie Gleichgestellte. Oh oh. Ich bin davon überzeugt, dass das Shogunat seinen alten Glanz wiedererlangen würde, sollte er die Führung übernehmen. Und das gefällt ihm nicht. Hast du den Verstand verloren? Ryoma, du musst mir helfen. Katsu muss sterben. Und wir müssen uns hier und jetzt darum kümmern. Gegen das töte ich dich auch. Um unser Land zu retten, müssen wir das Shogunat zu Boden bringen. Sag doch, der war doch gegen das Shogunat. Aua! Was ist nur mit dir los? Was ist nur mit mir los? Was ist nur mit mir los? Das mit Katsu kennenzulernen, würde dir die Augen öffnen. Deine Methode bringt uns nicht weiter. Das ist pure Zeitverschwendung. Mein Weg ist die einzige Möglichkeit. Okay. Du hast Meister Shoins Vermächtnis mit Füßen getreten. Du solltest lieber beten, dass wir uns nie wieder über den Weg laufen. Ihr Hunde des Shogunats. Ja, den hatten wir schon vorher verloren, den Typen. Da verschwindet er. Wie schön die immer die Schwerter wegstecken. Ryoma, es tut mir leid. Aber Iso ist nicht mehr zu helfen. Er sieht alles nur noch schwarz-weiß. Weil ein paar Beamte das Leid des Volkes zu verantworten haben, denkt er, es würde alles lösen, wenn nur die Machthaber getötet werden. Also alles genau wie während unserer Zeit in Yokohama. Ich habe vermutet, dass Iso sich früher oder später gegen mich stellen wird. Ich nahm an, dass nur noch Ryoma zu ihm durchdringen könnte. Ja, das ist halt schwierig. Wir sollten das für dich regeln, einschüchtern.
Aha, deswegen denkt er... Ah ja, nee. Warum sagst du das erst jetzt? Iso ist sehr misstrauisch. Nur ein falsches Wort von Ryoma oder dir und er wäre sofort verschwunden. Dessen war ich mir sicher. Das gemeinsame Essen müssen wir verschieben. Ich mache es aber wieder gut. Versprochen. Alles klar? Iso hat Meister Shoins Lehren missverstanden. Ich dachte, wenn er mit Katsu redet, sieht er seinen Fehler ein. Okay, du hast es immerhin versucht. Du schaffst es immer, mich aufzubauen. Aber ich kann die Augen nicht einfach verschließen. Wir müssen etwas gegen Iso unternehmen. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird zu viel Blut vergossen. Ja, befürchte ich auch. Ein geteiltes Haus. Pistolenkreisel, okay, dankeschön. Cooler Weg hier mit den Laternen auch, ne, irgendwie. Mit dem großen Baum hier noch. Jetzt werde ich von im Anwesen schon wieder von ihnen erwartet. Gehst du gleich weiter mit der nächsten? In welchen Anwesen werde ich erwartet? Das ist die Prinzessin? Aber es war eben schon wieder was mit Ryoma angezeigt. Dass der mich schon wieder irgendwo erwartet. Vielleicht auch nur ein weiteres Gespräch. Anwesen war so hier, ne? Da will er. Okay. Hier die öffentliche Ordnung kann ich noch machen. Und hier ist gerade noch ein Event da unten aufgetaucht. Oh nein, das ist schon wieder so einer. Ist hier irgendjemand, der sich für seine Kampfkünste rühmt? Ja, dir sieht man an, dass du aus besonders hartem Holz geschnitzt bist. Würdest du meinem Schüler etwas beibringen? Bist du bereit? Los! Das reicht. Ausgezeichnet. Nimm das hier zum Dank für deine Mühe. Beeindruckend, wie du die Angriffe meines Schülers abgewehrt und ihn ins Taumeln gebracht hast. Mhm. Gern geschehen. Akasaka, also diese Events machen, gibt immer Bindung für das jeweilige Gebiet hier. Und wenn ich dann die Bindung auf 2 und 3 steigere, dann wird mir halt alles im Gebiet angezeigt, wo die Sachen, die Sammelobjekte sind. Deswegen auch immer diese Events immer mitmachen, sobald eins auftaucht. Die sind ja auch nicht häufig da. Die tauchen immer nur random auf. Wenn man mal eins sieht, auf jeden Fall machen. Geht auch schnell in den meisten Fällen. Jetzt holen wir uns da vorne noch die öffentliche Ordnung. Das geht auch wieder gut, Punkte. Okay, die Siedlung brennt hier wieder. Wieder irgendwelche Gangster, die das hier übernommen haben. Da drüben ist so eine kleine westliche Siedlung. Die wieder, das hier. Hier gibt es so alles so im westlichen Stil aufgebaut, die kleine Ansiedlung hier. Sieht man da hinten an den Backsteinhäusern. Hunde? Ja, da ist ein Shinobi und Hunde. Oh, das ist ein gesuchter Hund. Gesucht wird er. Besonderer Hund. Ist ja einer hinter mir gewesen? Ne, das war der, ne? Wo ist denn der andere jetzt hin? Hinter dem. Alter, der Hund geht einfach aufs Dach. Lieber der Hund auf dem Dach als den Spatz in der Hand. Dieser Schwertangriff ist echt heftig.
Next. Und das Gebiet ist gesäubert. Heruntergekommene Siedlung. Level 33 erreicht. Aber wenn das hier jetzt die Siedlung ist, die ich gerade für diese Leute zurückgeholt habe, diese heruntergekommenen Gebäude und sowas, und da nebenan sind die westlichen Gebäude, wo die Reichen leben, oder was? Toll, ein Schrein ist aufgetaucht hier. Aber ich habe jetzt 62%? Der Flüchtige war nur der Hund? Es gab nur einen Flüchtigen. Dann ein Schrein, eine Katze noch und eine Schatztruhe. Dann hätte ich das Gebiet auf 100%. Schatztruhe könnte vielleicht da hinten in dem Gebiet sein. Die Katze vielleicht auch. Schauen wir uns das hier mal an. Ich meine, das ist dieser krasse Kontrast. Da die Japaner mit diesen Hütten, die da noch zurechtkommen müssen. Und hier sind die Reichen aus dem Westen, die das hier aufgebaut haben. Gleich daneben. Und hier sind sie und rauchen ihre Zigarren mit anderen Leuten noch. Das ist keine gleichgestellte Bevölkerungs... Krass. Wie bist du schon wieder wie in einer anderen Welt, wenn du hier einfach rumläufst? Aber es befindet sich nicht mehr was da. Ich nehme den Schrein noch mit, vielleicht komme ich dann noch auf Stufe 3. Wenn ich auf Stufe 3 bin, wird mir dann die letzte Katze angezeigt und die Kiste. Dann müsste dieses Gebiet auch durch sein. Immer diese wunderschöne Aussicht nach Mount Fuji. Hast du echt von überall, ey. Und hier ein paar Bambussträucher. Windmühle, ein großer Baum da. Auch ein interessantes Gebiet. Fertigkeitspunkt ja, aber für Stufe 3 des Gebiets hat es nicht gereicht. Wenn ich das Gebiet auf Stufe 3 habe, dann würde ich die anderen Sachen finden. So ist das jetzt eine Sucherei. Die letzte Katze und die letzte Schatztruhe zu finden. Könnte in dem Gebäude hier sein, könnte aber auch hier sein, hier, wo der Schatten noch ist in dem Gebäude, oder doch noch irgendwo hier. Eine Katze und eine Kiste, und dann wäre das Gebiet auf 100%. Okay, gut, Leute, machen wir in der nächsten Episode weiter. Das war Folge 39 von Rise of the Ronin. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Episode. Dann geht's weiter mit Folge 40. Also haut rein, bis dann, ciao, ciao.